Heute zeige ich euch, wie dieser einzigartige Kranz aus Teilen von Eierwaben gebastelt wird. Für den Kranz benötigt ihr folgende Materialien: ein Styropor-Halbkranz mit einem Durchmesser von 25 cm, 3 bis 4 Eierwaben, ein Heißkleber und eine Schere. Von diesen Einzelblättern benötige ich jetzt eine ganze Menge. Die entstehen folgendermaßen. Ich habe hier die Eierwabe. Ich schneide zuerst einmal einen Randstreifen links und rechts ab und trenne weiterhin einen Streifen ab, und zwar über die Erhöhung. Von diesem Streifen schneide ich wieder über die Erhöhung Einzelteile ab. Diese Blätter sind in diesen Einzelteilen, sind 4 Stück enthalten. Bei dem Randstück sind hier die Einzelteile, die ich ausschneiden muss. Diese Einzelteile schneide ich folgendermaßen auseinander. Ich halbiere die. Das mache ich mit den Einzelteilen nochmal. Dann habe ich ein Blatt, aber das muss ich noch versäubern. Und zwar schneide ich dies hier ein bisschen rund. Das auch und so. Und so mache ich das mit allen Blättern, so entstehen also die Einzelteile. So, ich nehme jetzt die Blätter und bestreiche die in der ersten Reihe. Das ist ganz wichtig. Ich klebe hier 4 nebeneinander, nur im unteren Bereich. Und zwar, wenn ich die aufklebe und ich klebe die Blätter hier jetzt nachher immer weiter, komme ich hier wieder an und muss da den übrigen Teil drunter setzen. Deswegen wird bei der ersten Reihe nur hier unten Kleber angegeben oder aufgetragen. So. Ich setze das erste Blatt so an, dass dieses Teil mit dem Rand abschließt. So, das nächste setze ich daneben. Das sollte auch mit dem Band hier unten in dem Bereich abschließen. So. Dann folgt die nächste Reihe. Und zwar trage ich auf das ganze Blatt jetzt Klebstoff auf und setze es in die Lücke. So. Hier schließt nachher das von der nächsten Reihe an, in die Lücke. Ich arbeite das mal. In diese Reihe passen jetzt 3 Blätter. So, und jetzt gehe ich immer wieder hin. Lege hier eins auf, klebe es an, da, da und da. Also, und so wird der ganze Rand gefüllt. Ich habe den Kranz jetzt fast vollständig beklebt mit den einzelnen Blättern. Hier war der Anfang, da kann ich diese Teile jetzt hochbiegen. Ich gebe mal Klebstoff auf ein Blatt, ziehe dies hier hoch und schiebe es dazwischen. So, das mache ich mit diesen Blättern auch. Manchmal muss man die ein bisschen kürzen, das muss man vorher ausprobieren. Das kann ich da auch so reinschieben. Das passt, jetzt kommt das untere, das habe ich nämlich ein bisschen gekürzt. Das schiebe ich hier noch zwischen. So, vom Rand ist nichts mehr zu sehen. So sieht unser Kranz nun fertig aus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.